Hi Leute, hier mal ein ganz kurzes Video zum Pajero Sport. Und zwar hatte der folgendes Problem. Mit der Zentralverriegelung ließ sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Ja, und wie es halt bei einem über 20 Jahre alten Auto so der Fall ist, hat man natürlich nie das Heckschloss benutzt. Und da ja im Heckbereich immer die Feuchtigkeit hochwirbelt bei nassen Straßen und im Winter auch das Salz dann in das Schloss eindringt, war natürlich zu erwarten, dass das Schloss keine Funktion mehr hatte. Man brachte ja nicht mal mehr den Schlüssel ein Stück rein. Ja, ich hatte erst so ein bisschen Bammel, die Heckverkleidung lösen zu müssen im geschlossenen Zustand, weil da irgendwo sicherlich auch eine Schraube ist. Und in diesem Fall ist natürlich eine Schraube bei der Griffmulde, wenn man die Heckklappe schließt. Aber es war im Endeffekt doch gar nicht so das Problem. Die Heckverkleidung ließ sich von innen so weit ablösen, dass man mit der Hand rein konnte und an das Gestänge rankam. Ja, was war passiert? Das Gestänge hat sich so ein bisschen weggebogen, wenn der Stellmotor gearbeitet hat. Und das hat dann nicht ausgereicht, um das Heckschloss zu entriegeln. Ich habe natürlich dann das Schloss mit WD-40 und Rostlöser erstmal eingeweicht und habe dann an dem Gestänge gerüttelt. Und siehe da, es hat sich gelöst und es funktioniert auch wieder. So wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Hier haben wir das Gestänge, was am Heckschloss beginnt. Dann hier an dieser Stelle ist da Stellmotor der Zentralverriegelung. Und dann geht das halt an das Schloss. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht oder ob es zu dunkel ist. Ja, am Schloss war quasi eine Schwergängigkeit und die ist quasi mit diesem WD-40-Spray behoben worden. Ich habe dann noch ein bisschen Öl rangesprüht und noch ein bisschen Fett drauf gegeben und jetzt lässt sich das ganz gut wieder bewegen. So, jetzt nachdem ich das alles schön geölt habe, funktioniert das alles wieder wunderbar. Hier an dieser Stelle in der Heckverkleidung ist die eine Schraube, aber hier oben sind nur die Klipse. So, die Verkleidung ist jetzt erstmal wieder dran. Wie gesagt, geschraubt ist sie nur hier in der Griffmulde. Ansonsten ringsrum Klipse. Und wenn die Heckklappe geschlossen ist, dann lässt sich hier das lösen mit den Klipsen etwas so weit weg, sodass man halt mit der Hand reinkommt und selbst am Gestänge ziehen kann. So Leute, das war's zum Thema Heckklappe beim Pajero Sport. Schloss öffnet nicht mit Zentralverriegelung. Und als kleines Fazit, vielleicht doch vor und nach dem Winter immer mal ein bisschen Schlossöl in die Schlösser reingeben, sodass man wenigstens über die Schlösser die Türen und Heckklappe noch öffnen kann. Ja, ansonsten war das kein großer Akt. Und danke euch fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.